Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dem, lasst mich nicht lügen, dem 11. Spieltag der GPL, wenn der Spieltagplan mich nicht anlügt, gegen den lieben Octopaul, welcher sich ja momentan auf Platz 2 befindet, direkt hinter Super Fun Time und direkt vor den Surdra Kings von Surske TV. Ich hatte also allen Grund, viel Respekt vor ihm zu haben. Ich habe mir seine Pokémon angeguckt und dachte mir, okay, da er Rotom Wash in seiner Auswahl hat, wird er zu 95% Rotom Wash mitnehmen. Dasselbe gilt für Fostelka. Und dann habe ich mehr oder weniger geraten. Ich habe mit seinem Altaria gerechnet. Und ja, dann hat er noch das Meistergriff dabei. Tobutz, glaube ich. Ich glaube, das ist Tobutz. Und Suicune. Er hat eine doppelte Wasserschwäche. Eine doppelte Pflanzenschwäche, meine ich. Was mir nicht viel hilft. Denn ich habe noch kein Pflanzen-Pokémon dabei. Aber hey, das kann sich ja noch ändern. Wir gehen schon über das Team rüber. Wir haben Donphan dabei, mein Tusk. Ich sollte mal wieder Wheelie mitnehmen. Einfach um Stealthrox mitzuhaben. Dann haben wir Floppy Disk dabei. Mit der Matschbombe und der Assault Vest. Hatte ich mir gedacht, wenn er ein spezielles Mega Altaria spielt, dann kann man da auf jeden Fall was machen. Dann natürlich Mega Bibor, ebenfalls gegen das Altaria. Wir haben Tandrak, welcher mit beiden Steps, was gegen Altaria machen kann. Zumindest, solange es sich noch nicht mega entwickelt hat. Dann haben wir Starmie und wir haben mein Chalilu dabei, mein Skelabra. Das ein etwas anderes Item trägt als sonst und wir werden sehen, dass sich das tatsächlich lohnt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe den Kampf tatsächlich kurz nach dem gegen Tim ausgeführt schon. Weswegen meine Erinnerungen an den Kampf ein bisschen verschwimmen. Oder verschwommen sind, möchte man sagen. Er schickt Blue Flare rein und ich bin an dieser Stelle auf die Samenbombe gegangen, glaube ich. Denn ich habe extra Samenbombe raufgetan. Gegen ein mögliches Suicune und natürlich das Rotom Wash. Denn wie wir schon bei dem Kampf gegen Steve gesehen haben, rechnet man nicht unbedingt mit den Samenbomben. Die kommen hier durch und wir sehen, das macht knapp unter der Hälfte. Er greift hier mit dem Spukball an. Aber das sollte kein allzu großes Problem für uns sein. Selbst bei plus 1. Ich greife noch mit den Samenbomben an und ich dachte, das wäre ein Crit gewesen, aber es handelt sich hierbei tatsächlich um den Min- und Max-Damage, der vermutlich gerade so ausgereicht hat, um Suicune rauszunehmen, was natürlich schon mal unglaublich gut ist. Das Problem ist, ich bin zu diesem Zeitpunkt in die Samenbombe gelockt und kann deswegen gegen Altaria nicht viel machen. Gehe deswegen auf Floppy Disk, sehe aber, er hat den Drachentanz. Und, das ist weniger gut, denn das bedeutet, er ist physisch. Er ruft aber hier sein Dingens zurück, seine Altaria, was mich verwundert hat, schickt dafür Kaigon rein. Und ich bin auf die Matschbombe gegangen, habe natürlich mit der Mega-Entwicklung gerechnet. Kriegen sogar das Gift auf Kaigon. Meinetwegen, ich beschwere mich nicht, ich habe sonst nicht wirklich was, um den Statusveränderungen zuzufügen. Also warum nicht ein bisschen Gift, um den Überresten entgegenzuwirken. So, jetzt werden wir sehen. Er geht auf den Voltwechsel, mit dem habe ich gerechnet, ich habe den predicted, gehe deswegen auf den Donner. Ich spiele eigentlich immer Donnerblitz auf dem Teil, ich habe nur Donner drauf, weil ich vergessen habe, dem das zu verlieren nach dem Kampf gegen Tim. Der Donner misst also erstmal, was mich natürlich schon schön abgefuckt hat. Er ruft hier jetzt normal zurück und ich bin nochmal auf den Donner gegangen. Er schickt hier Bob rein, das Meistergriff ist und den fand ich sehr amüsant. Misse wieder den Donner und ich hoffe, man versteht jetzt, warum ich nicht gerne Donner spiele. Ich habe den Abschlag predicted, bin drinnen geblieben und ich bekomme Statik. Yes! Das Ding ist paralysiert. Scheiß darauf, dass ich keine Offensivfeste mehr habe. Ich gehe einfach auf die Erdkräfte, um dem Ding Schaden zu machen. Ich war mir nicht sicher, was für ein Item er zu diesem Zeitpunkt trägt. Es kann gut die Assault Vest sein, denn ich mache verdammt wenig Schaden eigentlich. Bin jetzt natürlich schneller, da paralysiert ist. Die Paralyse setzt nochmal ein. Er ruft hier Bob zurück. Schickt er dessen Gelber rein und ich gehe mal davon aus, es sollte eigentlich Gleber heißen. Sein Shiny, ich hoffe einfach, es ist Tobutz, wehrt das natürlich dann ab, geht auf den Psychoschock und ja. Wir überleben mit 26 KP, treffen den Donner, Halleluja! Und es sieht verdammt cool aus. Der Donner macht echt guten Schaden, aber ein weiterer Psychoschock nimmt uns hier dann doch raus. Aber Stunfisk hat wieder echt gute Arbeit gemacht. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn du die Donner gemisst hast, aber das schiebe ich nicht auf dich. Hier schicke ich Scarfy rein, denn ich war mir ziemlich sicher, dass ich das Ding outspeede.
Ich weiß gar nicht, war ich gechoicegraft in diesem Match? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich sollte trotzdem schneller sein. Gehe ich auf den Surfer, denn ich dachte mir, der Surfer sollte ausreichen. Er schickt Kalgon rein. Kalgon ist jetzt auf ungefähr der Hälfte seiner HP. Überreste kommt durch, aber meine Vergiftung natürlich auch. Das bedeutet, dass die Überreste ihm nicht allzu viel bringen. Bringen, glaube ich, sogar überhaupt nichts. Er wird hier durch das Gift verletzt. Ich gehe auf den Psychoshock, bin also... Ach, ich bin live out, ne? Ich glaube, ich bin live out, ja. Und der Psychoshock wird Kalgon an dieser Stelle aus dem Spiel nehmen. Sehr, 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 sehr schön. Ja, bin live out. Hätte ich vorhin schon sehen können. Jetzt schickt der Glühmban in den Kampf. Und Glühmban, das Shiny Postelka. Ich habe die Psychokinese mit. Frag mich nicht warum. Ich wollte dem eigentlich noch... Ich wollte dem eigentlich noch Eisstrahl beibringen. Habe ich aber vergessen nach dem Kampf gegen Tim. Ja, war nicht so gut. Er geht hier auf den Voltwechsel. Das Problem ist, eigentlich war Starmie noch so ein bisschen mein Counter gegen das Altaria. Mit dem Eisstrahl, den ich jetzt aber nicht drauf habe. Ich gehe hier auf den Surfer. Dann Step, viel Schaden und Gelber wird damit auch rausgenommen. Gelbeber. Starmie macht ja also auch wirklich gute Arbeit, haut alles in seinem Team low. Er schickt hier jetzt wieder Klümpen rein. Klümpen! Ich rufe hier zurück, habe leider meinen Stunfisk nicht mehr, um den Voltwechsel abzufangen. Aber habe dafür natürlich Task. Hier ruft er jetzt zurück. Ich dachte, er geht hier auf die Zahnsteine. Jedenfalls ruft er zurück, schickt Zuckerwatte rein. Und ich bin auf den Abschlag gegangen. Wir werden sehen, der Abschlag macht viel Schaden, denn es ist ein Crit. Und an dieser Stelle hätte ich einfach auswechseln sollen, denn nach der Mega-Entwicklung ist Abschlag nicht mehr sehr effektiv. Wäre in der wäre normales Altaria geblieben, wäre er besiegt worden jetzt. Aber ja, wäre glaube ich nicht mal, wenn er jetzt, er geht jetzt auf den Ruheort. Und hier dachte ich mir, okay, das wird jetzt echt nervig, das Ding rauszunehmen. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich nur noch Task opfern, aber ich wusste, er wird vermutlich versuchen, ein Setup zu landen mit einem Drachentanz. Was Sinn macht, denn ich kann nichts machen, solange ich gechoiced bin. Schick also Scarfy rein. Und ja, er geht hier tatsächlich auf den Drachentanz. Ich dachte mir, okay, eventuell bin ich noch schneller. Denn auch wenn ich nicht gescarft bin, bin ich immer noch ein Starmie, ein scheues Starmie. Aber nein, er geht hier auf die Rückkehr. Und ich hatte echt Angst zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte an dieser Stelle echt Angst. Schick hier Task rein, in der Hoffnung, okay, das Ding ist physisch. Du bist zwar ein hartes Donphan, aber du solltest vielleicht einen Angriff überleben können. Da kommt der Crit durch und ich weiß nicht, ob der Crit gemattert hat. Es wäre ganz cool, das zu wissen. Deswegen würde ich mich sehr über den genauen EV-Spread zu freuen. Von dem Ding. Hier, okay. Ich wusste, ich habe noch eine Chance. Ich gehe hier aufs Schutzschild. Wenn er das predicted und einen Drachentanz macht, bin ich raus. Ansonsten bin ich schneller als das Ding, selbst bei plus 1. Predicted er es oder nicht? Er ist nicht predicted. Geht aufs RPM, ich beschütze nicht. Und er muss hier rauswechseln. Ich war sehr, sehr glücklich nach diesem Zug. Er schiebt Klümpen rein. Und ich glaube, ich bin sogar auf den Gift-Typ gegangen. Ja, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Gehe hier jetzt auf die Kehrtwende. Und ja, Kehrtwende macht natürlich keinen Schaden an dem Ding. Muss es aber auch nicht. Ich nehme Schaden durch den Beulenhelm. Ich wollte einfach nur rauswechseln und mich kann noch ein bisschen Damage drücken. Schick jetzt Pestilenz rein, denn Pestilenz würde ganz gern auch noch mal Wörtchen mit dem Ding reden. Hier sehen wir jetzt, er geht auf den Voltwechsel. War sehr, sehr gut von ihm. Kann jetzt einfach in sein Bob wechseln. Und hier wäre jetzt die Frage, in was möchte ich mich locken? Locke ich mich in den Draco-Meteor und Altaria ist dann immun dagegen? Ah, nee, gar nicht. Das war gar nicht mein Gedankengang. Ich habe vergessen, dass das Ding tatsächlich jetzt viel ist. Dachte mir, ja komm, Draco-Meteor ist egal, was er dann reinschickt. Du machst noch guten Schaden. Dann ist mir eingefallen, fuck. Das Ding ist zum Teil Fee. Ich hätte an dieser Stelle entweder auf den Donnerblitz oder auf die Hydropumpe gehen sollen. Denn damit hätte ich an dem anderen zumindest noch ein bisschen Damage machen können. Schicke jetzt Gelabra rein und ich habe daran gedacht, ihm den Luftballon zu geben. Ist das denn zu fassen? Ich habe daran gedacht, ihm den Luftballon zu geben. Spukball reicht hier nicht aus, um Zuckerwatte rauszunehmen. Aber die Rückkehr reicht auch nicht, um mich zu besiegen. Er bringt meinen Luftballon zum Platzen, aber who cares? Ich habe daran gedacht, ihm Luftballon zu geben, meine Damen und Herren. Das ist unglaublich. Altaria geht hier down nach einem zweiten Spukball. Und ja, hier ist es jetzt so ziemlich
nur noch Skelabra das aufräumen muss. Hitzekoller kommt durch. Und das Ding wird kein Hitzekoller überleben. Sturdy ist nicht ab. Es hat die Hälfte seiner KP. Nein. Nein, wärst du nicht. Tut mir leid. Und damit geht Octopaul down. War ein sehr, sehr schönes Match. Gute Plays, meiner Meinung nach, auf meiner Seite. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr selbstlobend und Selbstlob oder Eigenlob stinkt, aber ich fand, ich habe nicht schlecht gespielt. Ja, das wollte ich immer gesagt haben. Natürlich auch keine Frage, well played von Paula. Vom lieben Octopaul. Der Turning Point in dem Match war einfach, geht er auf Erdbeben oder auf Dragon Dance gegen meinen Bibur? Er hatte im Grunde musste er es riskieren. Geht er auf Erdbeben und riskiert, dass ich einfach protecte? Oder geht er auf den Drachentanz und riskiert, dass ich nicht protecte, sondern sein Drachentanz predikte? Da ist es immer so eine 50-50 Chance und ja. War ein gutes Match, vielen Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren und bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.